So, Adventskalender Türchen Nummer 16 heute und ich liege hier so ein bisschen schräg, damit ich euch die nächste Rückenübung einfach zeigen kann. Für den Rücken haben wir jetzt relativ wenig gemacht, ein bisschen Klimmzüge und so, aber heute mal eine Rückenübung, die wir eigentlich auch immer sehr gut zum Aufwärmen machen oder halt kombinieren mit anderen Übungen und die mit dem eigenen Körpergewicht sind oder ist. Jetzt kann man das Ganze auch mit Zusatzgewichten machen, indem man einfach ein bisschen was vorne in die Hand nimmt, eine Wasserflasche oder so. Ich zeige es jetzt einfach mal ohne. Und zwar legen wir uns einfach hin, am besten die Füße noch anheben, das macht das Ganze noch schwieriger. Den Kopf einfach parallel zum Boden und dann die Hände schön weit nach oben, 90 Grad einfach in den Winkeln und dann schön nach vorne. Da merkt man relativ schnell, dass es ganz schön anstrengend ist, da eben auch die Spannung zu halten. Und wenn man dann noch so kleine 0,5er Wasserflaschen oder so in den Händen hat, wird das Ganze noch schwieriger. Dann machen wir das meistens so, dass wir das Ganze kombinieren mit verschiedenen dieser Übungen. Also ich zeige euch jetzt mal so einen Durchgang. Wir machen dann zum Beispiel 20 Mal nach vorne. Dann so ungefähr 20 Mal vorwärts und rückwärts an der Seite kreisen. Jetzt ist der blöde Kühlschrank hier. So, schön kreisen. Die Kreise auch aus dem ganzen Arm machen. Und nicht nur hier vorne so mit den Fingern, sondern aus der ganzen Schulter kreisen. So, davon auch 20 vorwärts, 20 rückwärts. Und dann die Hände schön eng an den Körper ran und wippende Bewegungen machen. Hier auch nicht nur aus dem Handgelenk, sondern eben kompletten steifen Arm hoch runter. Und ich fange jetzt schon an zu schwitzen von den paar Mal und dementsprechend macht diese Übung für den Rücken, macht das Ganze vielleicht zwei, dreimal durch, also so ungefähr 20 Wiederholungen und dann habt ihr da auch eine gute Stabi-Übung. Und ich sage euch, wenn ihr das ein bisschen intensiver macht, dann gibt es auch Muskelkater.